Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von GTA 5 Online. Wieder mit dabei ist der liebe Elite-Tiger und Rachel. Wir dachten uns aber mal, ey, wir gründen einen Rocker-Club und werden heute ein paar Biker-Missionen machen. Kommt ihr mit? Alter, wenn's denn unbedingt sein muss. Ja, das hier ist das Clubhaus. Sehr schön. Und hier drinnen in diesem kleinen Räumchen kann man Missionen annehmen. Gucken wir mal, womit fangen wir denn als erstes an? Alles. Alles. Gesucht, sorgfältige Attentäter, Ziel und Arbeitsgerät, exakt festgelegt, Belohnung bei Feststellung innerhalb der Vorgaben, nur für Analfixierte. Ob das was für uns ist, wir werden mal gucken. Da bin ich dabei. Okay, alles klar. Klar, wie Klosbrille, mach die Mission. Anal, da mich hat das schon bei Anal. So, bei euch dürfte theoretisch auch die Mission aufgeploppt sein, oder? Ja. Ausgang war... Weapon of Colch. Da drüben war der Ausgang, genau. Seltsam, aber vorhin hatte ich ja die Option gehabt, Clubhaus verlassen und direkt drauf sitzen. Ja, wir warten. Genau. Wir werden in die Luft jagen. Gleich. Ja, Klacking Bellform. Na dann, auf zur Farm! Los geht's! Links abbiegen! Oh. Rechts abbiegen! Hi, für mich hat es links. On the highway to hell! Damn, damn! Highway! Weil du den besseren Shopper hast. Ich hab nur eine 15.000er-Karre. Ja, siehst du, ich hab für meinen nichts bezahlt. Ich hab die kostenlos erhalten. Wie, du hast keine Ahnung. Unglaublich, wie tief in der Spalt du bist. Dir ist schon klar, dass das Ding hier mehr als krass ist. Ja, hallo erstmal. Oh! Unfall! Ich glaube, es kann man. Da ist jemand ein bisschen zu weit gefahren. Ich glaube, es kann man als Arbeitsunfall gelten. Hallo, was? Hello there! Auto! Vorsicht! So ein Traktor! Ey, wir fahren falsch raus! Hier rechts! Ja, ich muss mal wieder hochkommen. Ich hab gerade. Ich hab den Boden unter den Füßen verloren. Obwohl, das ist auch eine Abkürzung. Der ist gerade querfett eingefahren. Frag nicht. Ja, hier ist gerade eine kleine Abkürzung. Ich hab eine Abkürzung entdeckt. Ich glaube, wir sind uns dann hier oben. Ah, hier, ich bin vom Tunnel. Ich warte vom Tunnel auf euch. Fahrt ruhig weiter. Achso. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, hier fahren. Hier fahrt er lang, alles klar. Ja, warte mal, wir sehen uns dann aber gleich bei der Kreuzung wieder. Warte mal. Wenn ich jetzt gerade ausfahre, dann sehen wir uns gleich wieder. Moment. Ja, schön die Hand an die Eier, natürlich. Ja, ich hatte gerade eben selber so eine Nahtoderfahrung gehabt. Hast du den Motorrad gerade zerlegt? Nein. Ich auch, aber meins geht noch. Das ist gut, das kann man doch essen. Darf ich auch Auto fahren? Ja, okay. Ja, ist in Ordnung. Warte mal kurz. Ich kann direkt. Ja, doch. Oder warte, ich kann direkt kurz mein Auto. Ich hab wieder kurz. Alles gut, solche kleinen Probleme, die gehören halt dazu. Oh, aber ich kann es für 0 Dollar reparieren. Das ist gut. Also, mir kostet das nicht. Ja, nicht, da geht ja mal ein Motorrad. I'm a Cowboy. I'm wanted. Dead or alive. Katastrophe, es dauert ja ewig, bis es dann hier ist. Ja, dann mach doch.
Ich bin jetzt gleich bei der nächsten Zielperson. Beatrice, versuch wir vorhin schon mal weiter, okay? Bevor die Zeit abläuft und die Mission komplett fehlschlägt. Also, ich weiß nicht, ich meine. Wir sind noch nur die Ziele töten. Wir müssen nur 3 Kilometer fahren. Ja, direkt da vorne ist mal eigentlich gleich am Ziel. Auto! Nee, also ich muss genau hier hin. Zur Klacken. Ich muss genau hier hin, zur Klackenbillform. Ich muss zum Yellow Jack hin. Ah, wir müssen alle zu verschiedenen Richtungen. Ah! Alles klar, wusste ich nicht. Ich dachte, die haben alle dasselbe Ziel vor Augen. Ja, dann bleibst du da hinten. Wenn ich ihn kille, dann musst du aber nicht hierher kommen. Ich brauche nur noch 2 Kilometer. Ja, wie soll ich jetzt gleich? Alles gut, warte mal. Murph guckt jetzt ausrüsten. Na, vielleicht durchs Fenster werfen? Keine Ahnung, mal gucken. Ich probier mal. Hallo. Oh nee. Habe ich eine doppellöchige Schrotflinte? Burning in Hell! Ach, da oben im Fenster. Ah, da steht jemand. Ah. Hat jemand eine doppellöchige Schrotflinte? Mann, was bist du nur für eine Zimtzicke? Da oben am Fenster steht jemand, pass auf. Ich brauche eine doppelläufige Schrotflinte, ich habe keine. Ah, drauf geschissen! Was passiert, wenn ich ihn so töte? Also, ich weiß nicht, ich meine... Ja, und da Mission fehlgeschlagen. Ich habe eine abgesägte, geht die auch? Ja, beim Fenster, klar. Ach, da, jetzt sehe ich ihn. Ah, komm her. Zu weit. Bleib stehen, ich versuche dich zu treffen. Da, ich sehe ihn. Erwischt. Yeah. Oh, tschüss. Auf zum nächsten Ziel, würde ich sagen. Da haben gerade Leute auf mich geschossen. Ist ja wieder komplett am anderen Ende der Map. Ey, das ist ja bei Elite Tier irgendwo in der Nähe. Mädel, erklär mal, was ja, hier abgeht! Ja, ich habe auch keine doppelläufige Schrotflinte. Scheiße, ja, erledige ihn einfach mal so halt. Will ich sicher gehen, dass dir diese miesen Zimtzicken auf keinen Fall mehr in die Quere kommen. Aber so, wenn du die Zeit davon, bis ich da bin, ist da die Zeit schon wieder rum. Ich weiß, darum Tiger, schießt ihn so ab. Ich muss noch einmal rumlaufen. Ja komm, extra Wünsche bei Attentäter aufdringen. Ich meine, hallo, geht's dir noch gut? Die können von Glück reden, dass der Typ überhaupt stirbt. Und das macht's. Sie haben ein Strohmehl bekommen. Ja, mach mal schnell, was dauert denn da so lange? Die Schlange vor der Samenbank bewegt sich schneller. Ja, ist ja gut. Holy shit! Der macht sich One-Shot! Tiger ist gestorben. Der Typ macht sich One-Shot mit seiner Schrotflinte. Ach du heiliger Bimbam. Ja, dann. Das war's mal, ich töte den jetzt noch zu gut, weil das fängt mich nicht. Wir zählen gerade auf dich. Und das macht es. Ja, stimmt sogar. Mann, bestanden! Ich ja! Ich komm mir vor wie Batman in einem Sailor Moon Kostüm! Leute, wir sind die Besten! Auf zum Clubhaus! Lol! Warte mal. Zeig dir gleich mal was vor. Zeig dir mal mein Screenshot ab. Wie die eine Leiche aussieht. Gehst du für Leichenschändung? Was? Blau. Ey, Force wird mir angezeigt. Ja, ich stehe nur hier und beobachte gerade, wie er spielt. Das ist alles. Oh! Ich hab halt hier geworfen. Nee, ich stehe nur gerade an der Ecke rum und beobachte gerade Tiger, wie er wirft. So, oh. Da wollen wir mal die nächste Mission annehmen. Also, das gerade eben war ja mal ein gelungener Schachzug, würde ich sagen. Ah, stimmt. Oh. So, nächste Mission. Aber ich hab gut geworfen, Alter. Das war wirklich super. Was haben wir denn hier? Gesucht, Brandstifter oder wer sonst gern Zeug kaputt macht.
Erfahrung als Erfahrung als Lagerist von Vorteil. Tiger, ich glaube, das wäre was für dich. Da Kisten abgefackelt werden müssen, Kunde übernimmt keinerlei Verantwortung für Verletzungen. Alles klar. Also fürs Abfackeln bin ich zuständig, für die Logistik ist Tiger zuständig. Klingt gut. Machen wir. Wieso ich? Ja, ich weiß, dass ich nächsten Monat meine Zwischenprüfung habe. Die wirst du bestehen. Okay. Wo ist jetzt mein Ball? Jetzt fackeln wir es ab. Ach, das ist schön. Ach, hier steht Ball. So, jetzt fahren wir wieder schön zusammen hin. Hä, ich kann nicht auf mein Motorrad aufsteigen. Was ist das? Und meine Augen. Da ist er, da kommt er, er kommt. Sehr gut, fahr mal hin. Ja, es war knapp, ich wäre auch mal anders dagegen gefahren. Ey, das ist ja weit. Ja, ist ja furchtbar weit, guck das mal an. Hier werden eine Menge Spaten angezeigt. Warte mal. Der steht in der Nähe von der Kiste. Warte mal, erwische ich den und die Kiste? Hallo, warte mal! Ich hab alles erwischt, hahaha! Ich hab den Typen und die Kiste erwischt. Deckung! Hallo, Akbar! Hallo, Akbar! Der jagt jemand eine Menge in die Luft. Tiger, bist du das? Hallo! Ja, ich lese schon, ja. Tiger hat Kiste zerstört, ja, ja. Wo sind sie denn? Ach, da drüben ist eine Kiste, okay. Aber da muss ich abfackeln, alles klar. Diese Molotow werfen. Warte mal. Tank. Okay. Oh, sehr schön. Der Junge ist ganz schön ambitioniert. Na, stand ja auch in der Jobbeschreibung drin. Hallo, leben Sie noch? Ey, lass dich in Ruhe. Oh, jetzt sind wieder Typen. Joben. Warte, Kopf, den sehe ich. Erwischt. Ich bin da. In den Hintern. Erwischt. Tiger. Ich bin ein Sprengstoffexperte hier, ja? So, nochmal, so noch ein Molly reinwerfen. Momentchen. Ich darf mir das. Kaputt. Ey, lass mir auch noch was übrig. Da ist noch eine Kiste. Ja, Momentchen. Das ist meine hier. Weg. Woo! Party! Zwei sind noch übrig. Ja, bei dir, Rachel. Alles klar, Momentchen. Habe ich jemanden Molotow ins Gesicht? Na, eine Kiste ist übrig. Willst du die noch zerstören? Ja, mache ich. Ja, ich komm die Treppe nicht hoch. Wo ist die? Hier, bei mir. Bei der Palette mit den ganzen Kisten hier. Okay. Hier. Ah, warte. Ziehen. Gut gemacht. Wir sind einfach die Besten, Alter. Oh, 16.000. 16. Gut. Money. Ich hab schon wieder 43k. Sehr gut. Bald kann ich mir wieder ein gutes Motorrad leisten. Ey, wo ist denn mein Motorrad? Das ist ein Bleistift. Da haben wir eins da drüben. Mein Hobel ist hier. Ganz ruhig, wir fahren zusammen zum Clubhaus zurück. Aber ich hab ein schnelles Motorrad. Nur das wird so 15.000 kosten, ne? Dann weißt du umsonst. Da ist ein sehr weite Strecke zum Clubhaus, genau. Und in die Garage. Sehr gut. Ey, lol. Mir wird der zweite Eingang angezeigt, dass ich in die Garage muss. Ich kann nicht rein, doch jetzt. Doch, so. Die Madame, die packt wohl mal draußen, die hat keine Lust. Sie packt ein bisschen Outdoor. Outdoor. Outdoor, draußen vor der Tür.
So, gucken wir mal nach der nächsten Mission. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Wir haben ja noch Fragile Goods gesucht. Abrisskommando zur Zerschlagung eines Versandnetzwerkes. Ware wird in Lieferwagen transportiert. Eigenes Fahrzeug also ein Muss. Bargeld bei Abschluss. Also quasi, wir klauen jetzt einen Transporter mit irgendwelchen wertvollen Zeug. Haus. Oh, warte, wir müssen jetzt abwarten. Mission verfügbar in 45 Sekunden erst wieder. Okay. Komm, machen wir mal. Wird das Ding schon angezeigt? Ja, wird angezeigt. Gut. Zerstöre die Lieferung der feindlichen Biker-Gang. Geil! Darf ich zerstören? Mal gucken, was die Mission genau angezeigt. Vielleicht wollt ihr auch nur, dass wir... Nein, hier werden mir vier Lieferwagen angezeigt. Vier Lieferwagen. Jeder eine, oder? Klingt gut. Aber ich brauche erstmal Munition. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Mal gucken, warte mal, wo sind die Dinger überhaupt? Warte mal. Ach ja, Lieferwagen, Moment mal. Lieferwagen, okay, warte mal, da gibt's. Ah ja, hier. Hey, hier, genau hinter uns, genau hinter uns. Dann machen wir die als erstes. Hinter uns, am Laden. Ja, ja, genau, beim Laden. Machen wir den zuerst. Beim Laden. So, ist was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe hier. Nee, Kriegsbeil, nicht gut. Lassen wir mal weg. HP habe ich nicht. Schweinebacke. Habe ich nicht irgendwas, was fett reinhaut? Warte mal. Mann. Doch, ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube, das dürfte theoretisch die Granatenwerferpistole sein, oder? War das die? Ja, okay. Ey, das hat einen Schleichweg. Ich fang ihn ab. Auto! Bin ich überhaupt noch richtig? Okay, ich bin verkehrt gefahren. Egal, dann fahre ich schon mal in den. Genau, ich fahre nach Sandy Shores. Ich fange den Typen bei Sandy Shores ab, genau. Na, ich nehme den hier vorne gleich. I'm wanted, wanted. Dead or alive. Mann. Autsch! Ah, peinlich! Ah! Ja, ich bin hinter dir. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Geil. Außen. Ich habe was in den Traktor getroffen. Der wird sich Bauer Jenkins aber freuen. Direkt vor mir. Hallo, ich komme. Ich sehe dich. Du musst es gleich weggehen. Oh, warte mal, das war die falsche Knarre. Warte mal. Ja, warte, dann geh weg. Ich zerstöre den Wagen. Ein bisschen ich habe hinten auf der Ladefläche ein paar Typen jetzt rumballern, ja super. So, schön mit der AP-Pistole reinballern, genau. Erwischt, kommt, die habe ich auch noch. Weg. Zeig mal deinen Kopf. Tot. Oh. Ha, der Fahrer ist tot, sehr schön. Werfe jetzt noch eine Granate rein und wie kann ich nochmal zünden, das linke oder der rechte Pfeil, keine Ahnung mehr. Granate! Hä, was? Warum sind die jetzt nicht kaputt? Ich hab grad. Warte mal, ich werfe eine Granate durchs Fahrerfenster im Moment. Ja, sag mal, was hält denn der aus, sag mal? Also der hat von mir 5 Haftbomben ausgehalten. Ich brauche erstmal Geld. Ja, ich weiß schon. Ja, da verfolgst du doch. Sag mal. Oh nee, der steht bei meinem Bike. Nein! Der ist hinten. Okay, jetzt ist er kaputt, sehr gut. So, 2 zerstört, 2 fehlen noch, geh mal hin. Wo ist denn der andere? Der andere ist hier hinten noch. Der andere fährt Richtung Los Santos, wa? Nee, der andere fährt Richtung Los Santos. Ich fahr ja, mal zur Ammunition, ich versuche ihn irgendwie abzu. Ey, der ist 5 Kilometer weit weg. Der andere fährt. Der zweite ist ganz im Westen, ne? Nee, Osten, der ist im Osten hier. Der andere fährt in den Süden. Ja, den zweiten sehe ich gerade. Ach, hier da, nach Los Santos. Okay, wer das schnellere Bike? Ich bin gerade auf dem. Ich bin gerade Richtung Los Santos unterwegs. Hey, mir wird. Ich
Ich bin hier auf der Autobahn jetzt. Sehr gut, schnappen dir. Ja, Tiger, warte, du fährst mal. Bitte mal in den Süden. Du fährst jetzt in den Süden, verfolgst den Typen. Weil du hast das schnellere Bike. Ich und Beatrice, wir kümmern uns im Osten da um den Typen. Hallo Feuerwehr. Ich war gerade auf dem Berg. Ich könnte ja versuchen, mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen zu arbeiten, oder? Ah, okay, ich rutsche, warte mal. Warte mal. Ja, du bist direkt vor ihm, warte mal. Ich seh's. Ich sehe den Transporter, okay, ich sehe ihn von hier aus. Praktisch. Ja, ja, die Typ auf die Oberfläche, ich sehe die. Weißt du, was praktisch ist? Du kannst die sind zu weit weg, treffe ich nicht. Okay, ich komme runter. Ich komme runter, ich dachte, ich könnte mit den Schauschützen ein bisschen arbeiten, aber nee, das ist eine schlechte Idee, okay. Oh shit! Jetzt. Komplett, oh, die machen ja ganz schön Dacker. Aber ich kann auch Dacker. Alter, wie schnell ist denn der? So, Schranke geht auf, sehr schön. Okay, die Ammunition ist, ey, der Wagen ist ja schneller als ich. AP, so. Ich muss kurz zur Ammunition. Ach, der fährt jetzt raus. Ah, warte mal, den hole ich mir. Warte kurz, ich nehme dich mit, Beatrice, steig auf. Alter, wenn's denn unbedingt sein Rachel, muss. Steig auf. Doch. Schranke, geh weg. So, du bist jetzt meine Bordschützin. Will ich sicher gehen, dass dir diese miesen Zimtzicken auf keinen Fall mehr in die Quere kommen. Nur nicht zu nah mein Ohr halten, sonst höre ich nichts mehr. Ah, drauf geschissen! Ich muss mir kurz Munition kaufen. Oh, komm, mach hin, Hey. Ah, die ballern schon. Granaten. So, erwischt. Schnauze, Mann! Jetzt den Fahrer. Tot. Sehr gut. So. Wer für Molotow-Cocktail? Juckt ihn nicht. So. Wer für Granate? Moment, Kartoffel ist raus. So. Weiß jemand? Oh, noch eine Granate. Wo mein Gut ist? Oh, noch eine Granate. Komm, geh kaputt. Noch eine Granate, komm. Geh kaputt. Sehr gut, der ist kaputt. Komm, Vater. Tiger, wo ist denn der? Der ist jetzt, der ist Jens weit unten. Ja, okay, ganz weit unten ist der. Irgendwie unten die Richtung markieren, warte mal. Ach, hast du schon, gut. Alles tippitoppi, yo! Wie geht das? Sie fährt da von mir weg. Mädel, erklär mal, was hier abgeht! Da vorne ist er. Sieh ihn. Hab ihn. Ich höre auch Menschenschreie. Hab ihn. Oh, warte mal, Junge. Hab ihn. Hast ihn, sehr gut. Mach aus ihm Hackfleisch. Hab Bomben. Mach ihn kaputt. Ja, bestanden. Mega Knete, sehr gut. Jetzt hätte ich überfahren hier, so ein Scheiß. Kann er mich schon mal hinstellen? Weil ich hätte ja gerne den Beweis, wenn du den Hauptgewinn kriegst. Ne, weil ich habe ja schon Hauptgewinn gezogen. Vielleicht kriegst du ja auch meinen Hauptgewinn. Also ich habe zuerst den linken Analogstick nach oben gemacht, habe kurz innegehalten, dann nach unten gedreht. Na, ist doch, du kannst ja vorhin nochmal Schwung holen, bevor du da drehst. Das habe ich gemacht. Hoch und dann runter. Genau. Also ich höre soweit. Ja, ich habe schon gestartet. Alles gut, mach. Ich schneide das dann wieder zusammen. Oh. Wird den Hauptgewinn kriegen, wir gucken. Papi, wäre ein neues Paar Schuhe. Das sieht schlecht aus, nein. RP, du kriegst Erfahrungspunkte, alles klar. Das war sauknapp. So, nächste, Rachel, dreh. Alter, wenn's denn unbedingt sein muss. Das Auto kriege ich dann. Schnauze, Mann! Jetzt kommt's. Ich bin der Mann, ich krieg.
Wird sie den Hauptgewinn kriegen? Nein, schon vorbei. Erfahrungspunkte, Geld. Sie kriegt Geld. Mann, ist das vielleicht verstanden? Na, wir können ruhig einen Konvoi fahren, ist ja kein Problem. Geil. Oder auch nicht. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ab zum Clubhaus. Genau. On the highway to hell. Damn, damn. Highway to hell. Erst auf dem Heimweg wird's hell. Damn, damn. Heimweg wird's hell. Faust sollte Musiker werden. Wer weiß. Vielleicht mache ich noch das sogar. Und das nachts. Und das nachts. Also ich muss... Lol. Was gibt's? Wahrscheinlich bist du schneller als ich. Sicher. Du siehst, du sitzt, als ob du gerade kacken bist. Ey, scheiß auf dein Motorrad, Junge. Faust ist besoffen? Ja! Wahrscheinlich! So, dann wollen wir mal ein neues Stück begutachten. Das dürfte jetzt eigentlich theoretisch eingetrudelt sein, oder? Ja. Überall liegen Stiche, Alter. Es ist. Ach, hier steht's bereits. Oh, geil. Ja, das ist meine neue Maschine. So, machen wir mal die nächste Mission. Das ist die letzte für heute. Okay, passt ja. Hier die ganzen Bus. Oh, Limousinen. Da bin ich dabei. Ich gucke nur gerade die ganze Statistik an. Okay, was wird denn gesucht? Gesucht, Sicherheitsteam für Überfälle dringend einen Sicherheitsdienst benötigt. Bargeld, wenn an. Okay, ja, klar. Junge. Ich warte draußen. Ganz verheere. Beschütze Gruppe von Verbündeten. Ja, okay, gut, ja, machen wir mal. Also wenn ich Raketen davon schießen darf, dann bin ich dabei. Schauen wir mal, sieht nach Escort aus. Mal gucken. Escort Lady. Ich werde gleich mal ein neues Bike ausprobieren, das sieht schon mal richtig geil aus. Das okay, es ist 3 Kilometer weit weg. Also wollen wir nicht einen Konvoi fahren, alles klar. Guck mal, hier ist sogar Zockfest drin. Wow, Unwagen. Also ich merke schon, der beschleunigt viel besser als mein anderes Ding, okay. Oh, alles gut? Ja. Tja. Er kommt. Lass nach. Also wenn ich eine Million habe wieder nächsten Monat, dann hole ich mir definitiv mehr. Klingt gut. Nur Fahrzeug. Nur Motorrad oder so. Also ich habe 7 Millionen in ein Auto investiert. Ja, mein Robo Princess Bubblegum. Ding. Aber hat sich gelohnt. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass Leute mein Motorrad, also dass Leute mein Auto cool finden. Ja, ich warte ein bisschen. Ah, dreckig, so einsteigen. Okay, Beatrice, Rachel, du kannst ruhig mein Bike fahren. Ich muss in den SUV steigen. Alter, wenn's denn unbedingt sein. Oder möchte jemand anderes mit dem SUV fahren? Ich muss auch in den SUV steigen. Dann steig ich hier vorne ein, du in den zweiten. Jawohl. Klingt gut. Aber dann können wir nicht schießen, ne? Doch, wir können auch schießen. Ah, ja. Ich sehe gerade, wir können auch schießen, alles gut. Wechsel zu AP. Und schön sinnig fahren, ja? Ach, da vorne kommen schon welche. Alter Krieger, Junge! Die haben echt nervt. Ich hab einen Schaus. Bleibt in der Nähe des anderen SUVs, Alter. Okay, alles klar. Hey, ich hab nichts gemacht! Rachel, nein! Nee, das stand nicht, ich hab dich getötet. Also denk mal ein bisschen nach. Das stand nicht, dass ich dich getötet hab. Du bist wohl gestorben. Faust, wir müssen beieinander bleiben. Ja, ich hab's bemerkt. Ich hab nichts gemacht.
Ja, wenn ihr so blöde seid, da alle im Weg zu kämpfen. Ganz ruhig. Aber warum sind wir so viele Traktoren auf die Straße? Das ist normalerweise nie so. Oh, shit. Ich kann nicht so, so schnell fahren, sonst ist Frust auf dem Radio raus. Ich geb schon ordentlich Gummi, ja? So ist es nicht. Ja, ich auch, aber wenn ich mich jetzt... Ja, ich muss auch gerade bremsen ab und zu mal wegen dir. Ach, hinter mir, okay. Erwischt, den krieg ich. Ey! Erwischt! In dem Auto schießt automatisch einer. Ah, ich bin gegen ein ganzes Auto gefahren. Okay, ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gleich bei dir, Moment. Ich bin wieder da. Hast du gehört? Ich hab's gehört. Es schießt jemand automatisch, schon klar. Aber du kannst dich halt immer auf die Leute verlassen. Ah, ich bin zu weit vorgefahren, Moment. Einfach fahren. Nicht jetzt auf diese komischen Leute konzentrieren, wir fahren einfach. Genau. Oh, ich weiß schon, was ich für Musik einbauen werde. Das wird wunderbar. Das kommt, sonst kommen wir gar nicht an. Guck mal, da ist unser Clubhaus. Einfach weiter. Wir fahren genau an unser Clubhaus. Ja, geil. Au! Das sind aber alles Motorrad. Ja, das ist eine feindliche Biker-Gang. Oh, nee. Nicht in die Tankstelle fahren, mein Guter. Ja, ich bin... Komm, fahr! Ich geb Jumi. Ich drück jetzt hier voll durch. Ich geb ja auch Jumi! 1,6 Kilometer, komm! Das geh mal hin. Die Frau schafft das da hinten schon. Wunderbar. Irgendwie. Nein, Rachel, nein! Ruhe, Frieden, Bruder. Also. Mist, Bruder. Gleich sind wir da. Hä, Leute, das Auto hat bei mir vorne übel gepackt. Hä, das Auto vor dir wird übel schnell. Oh, warte. Ja, jetzt bin ich wieder hier, okay. Ja. Post ist mir einfach allein. Na, ich hab Jubi gegeben. Ich hab Qualcomm durchgedrückt. Also, ich sehe mal komplett meinen Auspuff hinten. Sehr gut, wir sind da. Wir fahren langsam rein, so. Hey, ich bin zu weit gefahren. Auf die letzten paar Meter. Ja, hier sind wir. Perfekt. Verteidige die Verbündeten. Ach, es geht noch weiter. Ah, interessant. Warum kommt der Team zum Freddy Jones? Da sind die Typen. Nimm das. Hinter uns, da. Sehr schön. Was das? Si, Senor. Guck mal, wer da kommt. Ja, wer kommt da an? Ach, hier. Rachel! Haben wir es geschafft? Ich habe keine Ahnung. Verteidige die Verbündeten. Ja, wir gehen mal zu den Leutchen hin, würde ich mal sagen. Ich guck mich hinten nochmal um. Na, könnt ihr da vorne bleiben? Ich gehe mal nach hinten. Nee. Also hier hinten sieht auch eigentlich alles clear aus. Hola, Señoras y Señoras. Gesundheit. Digga, machst du das? Ja, ein bisschen. So, halt ihr auch brav die Stellung, verteidigt ihr gerade alles? Aber Klärchen! Sehr gut, ja, ich bin ja auch gerade beim Patrouillieren, ich gucke auch gerade angespannt in der Gegend, ob da irgendwas los ist, aber hier ist nichts. Oh, Gegner! Jetzt kommen sie! Really? Sehr schön, wir haben gewonnen! 34.000!
Geil! Juhu! Hat sich vollkommen gelohnt. Stirb! So, meine Lieben, ich hoffe, euch das Video hat ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Egal, was wir machen, es wird bestimmt wieder super, oder? Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf. Bis zum nächsten Mal.